Sekunde. Ich komme gerade von draußen, ich war bei der Wahl. Vorher hatte ich 2 Tassen Kaffee getrunken. Die kamen natürlich dann wieder aus den Poren raus. Also sprich, der Kaffee hat einen Blutdruck hoch oder runter gedrückt. Und ich habe dadurch gespitzt, also durch die Körpertemperatur. Ich möchte euch kurz was zeigen, einen Blick noch. Wer das jetzt sieht, der denkt wirklich, wir sind im falschen Film hier. So, Sekunde. Ich bin vorher, bevor ich zur Wahl bin, erst im Briefkasten. Also ich habe mitgekriegt, dass hier bei uns jetzt doch nochmal auch Wahlen waren. Ich dachte, wir hatten bereits am 26.05. hatten wir bereits Wahlen. Aber das war nur Landtag und Bürgermeister. Und jetzt war nochmal Stichwahl Bürgermeister. Ja, ich gucke nur nach, bevor ich die Kamera halte, wegen persönlichen Daten. Gut. Und in Wahrheit war aber heute auch nochmal Wahl. Also hier, wie bei euch auch, die Europawahl. Aber weil ich ja wusste, dass ich dann wahrscheinlich die Wahlbenachrichtigung nach dem 26.05. im Briefkasten haben werde, bin ich erst vorhin am Briefkasten, bevor ich dann zur Wahl bin. Und da habe ich halt, wie gesagt, 2000 Kaffee getrunken. Man sieht es ja hier knallrot, also verschwitzt. Und die kamen ja wieder aus den Poren raus. Was ich euch jetzt zeige, also man könnte denken, wir sind im Kasperland im falschen Film. Ich hatte eine Anzeige im Briefkasten, eine Benachrichtigung von der Polizei. Angeblich wegen Paragraph 86a, also Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation. Jetzt kommt die Härte. Ja. Wozu ich mich äußern soll. Ich war vergangenes Jahr auch auf Twitter, also jetzt X, vormals Twitter. Also da war dieses Urteil, dieses Skandalurteil gegen Bernd oder Björn. Björn Höcke? Ja, ich glaube Björn. Björn, also die meisten sagen außersehen Bernd. Ich komme manchmal auch durcheinander, Bernd oder Björn. Also ihr wisst ja, wenn ich meine Höcke, den Politiker, AfD. Dieses Skandalurteil hier, alles für. Und da habe ich natürlich auch diesen Begriff verwendet, hier, alles für. Und deswegen bin ich jetzt angeklagt worden, obwohl ich ja gar nicht mehr bei Twitter bin. Ich glaube, letztes Jahr im September habe ich aufgehört, also Monat 9, vergangenes Jahr 2023, da überhaupt etwas zu posten. Also seitdem habe ich da nie wieder was geschrieben. Also da war dieses Urteil, dieses Gerichtsverfahren gegen Bernd oder Björn Höcke noch gar nicht. Ja. Am 13.09. hätte ich 12-mal alles für verwendet, also öffentlich verwendet und damit verbreitet. Ebenfalls nochmal der 13.09. Ja, also im Grunde zweimal, nee doch, sind verschiedene. Zweimal öffentlich verwendet, also alles für. Ja, alles der 13.09. Ebenfalls am 13.09. nochmal zweimal, alles für. Nochmal am 13.09. auch nochmal zweimal. Nochmal am 13.09. Auch nochmal zweimal. Und nochmal am 13.09. Ebenfalls nochmal zweimal. Und nochmal am 13.09. ebenfalls nochmal zweimal. Ist jetzt blöd, wenn ich es in die Kamera halte, muss ich ja aufpassen. Dann ist ja der Satz zu lesen. Ich habe jetzt aber einiges zum Zukleben. Also verdecken. Nee, im Moment wird das nichts.
Weil ich will ja nicht, wie gesagt, mal jemanden, der mich ohnehin schon auf dem Kieker hat, noch einen Grund geben, mich noch weiter in mir zu schalten hier. Herr Hübner, Sie stehen im Tatverdacht zu unbekannter Uhrzeit am 13.09.2023 in 12 Tweets auf der Plattform X, beziehungsweise vormals Twitter, das Kennzeichen alles verbreitet. Also hier, Moment, ein Stückchen kann ich. Kann man es lesen? Herr Hübner, Sie stehen im Tatverdacht zu unbekannter Uhrzeit, also obwohl ja in Wahrheit das der 13.09. war. Hier am 23.09., also normalerweise wurde auch die Uhrzeit angegeben, angeblich vor Mitternacht, 23.59 Uhr, in 12 Tweets auf der Plattform X, vormals Twitter. Naja, im Moment ist immer blöd, weil ich habe es ja noch nicht gesperrt. Ach, ja, ist zum Kotzen. Sekunde. Jetzt bin ich auch noch in die scheiß Kamera gekommen. Herr Hübner, Sie stehen in Tatverdacht zu unbekannter Uhrzeit am 23.09. in 12 Tweets auf der Plattform Twitter, vormals auf der Plattform X, vormals Twitter. Das Kennzeichen. Alles hier. Verwendet zu haben. Also sprich, hier, mir wird unterstellt, ich wäre ein Nazi, es wäre eine Nazi-Parole. Nur mit dem Unterschied, das war im Jahre 2023, da gab es dieses Urteil gegen Bernd oder Björn Höcke noch gar nicht. Also sprich, da war dieser Satz noch gar nicht angeblich strafbar. Also das ist reine Schikane, reine Willkür. Hier, also ich habe es da angeblich. Ich weiß es gar nicht mehr, wie gesagt, 13.09., also vergangenes Jahr, also September 2023. Ich habe es angeblich in 12 Tweets verwendet. Ich habe es angeblich dann nochmal in zwei Tweets verwendet, dann nochmal in zwei Tweets, 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 dann nochmal in zwei Tweets. Also das wären 12 plus 2, 14. Plus 2, 16, plus 2, 18, plus 2, 20, 24. 24 Mal hätte ich angeblich alles für verwendet. Am 13.09.2023. Und deswegen bin ich jetzt angeklagt, also sprich, wurde angezeigt. Deswegen soll ich mich jetzt dazu äußern. Also ich werde natürlich, normalerweise wollte ich es jetzt klar nach der Wahl machen. Aber hier stand ja ausdrücklich, ich soll mich dazu schriftlich äußern. Also ich werde direkt zu Ihnen gehen. Also ich werde, wie sagt man, versuchen dort eine mündliche Aussage zu machen. Und ich werde natürlich, auch wenn hier nicht steht, wer mich da angezeigt hat, warum, also warum überhaupt diese Anklage hier, dieser Vorwurf entstanden ist, also hier totaler Schwachsinn, ich werde natürlich auch eine Gegenanzeige machen. Aber so weit sind wir in Deutschland. Wie gesagt, ich habe es nicht geschwärzt, sonst hätte ich es jetzt komplett in die Kamera gehalten, also den gesamten Text. Hier, ich lese es nochmal vor. Hier, also Schriftstück von der Polizei. Herr Hübner, Sie stehen im Tatverdacht zu unbekannter Uhrzeit, also in Wahrheit, laut hier erstes Blatt war es 23.59 Uhr am 13.09.2023. Ich tue jetzt mal nur mehrere Tweets sagen. In mehreren Tweets auf der Plattform X, vormals Twitter, das Kennzeichen alles für. Insgesamt 24 Mal öffentlich verwendet zu haben und damit verbreitet zu haben. Mit diesem Hintergrund gibt es gegen Sie mit Tatverdacht Paragraph 86 und Paragraph 86a Strafgesetzbuch das vorliegende Ermittlungsverfahren, äußern Sie sich dazu, Ausrufezeichen. Ja, und dann immer dasselbe nochmal, also hier mit den anderen jeweils zwei einzelnen Tweets. Im Jahre 2023. Ja, jetzt habe ich es mal kurz in die Kamera gehalten, aber halt nicht so, dass man den Satz komplett lesen konnte, dass man mir jetzt unterstellt, ich verbreite hier weiterhin noch verbotene Parolen. Aber jeder weiß ja, was gemeint ist. Alles für.
Irre, oder? Total krank, total bekloppt. Da fällt einem da echt nichts mehr ein. Ich habe mir jetzt was anderes geholt hier, grün. Man kann sich ja denken. Grüne Farbe. Also ich trinke jetzt erstmal keinen Kaffee mehr. Jetzt brauche ich mal was, was mich wieder ein bisschen, wie sagt man, beruhigt. Also ich habe mich dermaßen geärgert, ist ja klar. Also wie gesagt, vor der Wahl habe ich das im Briefkasten entdeckt. Nichts ahnt, ganz überraschend. Also muss schon einige Tage in meinem Briefkasten gewesen sein. Der Grund ist, warum ich nicht regelmäßig an meinem Briefkasten gegangen bin, seit meiner Mutter 2021 verstorben ist, Sekunde. Seit meiner Mutter Ende März am 30.03.2021 verstorben ist, hatte ich immer nur in der Regel schlechte Nachrichten im Briefkasten. Also irgendwelche Forderungen an mich, also nach dem Motto, ich hätte das Erbe angetreten. Ich habe ihr halt ihren letzten Gefallen, den einzigen Gefallen, den ich erfüllen konnte, getan. Die anderen konnte ich ja leider nicht mehr erfüllen. Also sprich, ich habe ihre Wohnung beräumt. Sie war ja meine Nachbarin jahrelang. Ich habe ihr meine Mutter jahrelang gepflegt. Und deswegen wurde mir unterstellt, ich habe das Erbe angetreten. Also ich habe es weder offiziell angetreten, noch habe ich es ausgeschlagen. Aber wenn man es nicht ausschlägt, und das konnte ich nicht, ich erkläre klar warum, hat man es ja irgendwann sowieso automatisch angetreten. Weil ich bin ja, also ich bin es ja immer noch, ich bin ja noch im Leben. Ich bin ja das zweite Kind aus zweiter Ehe von meiner Mutter und ich habe aber einen Halbbruder, also sprich, meine Mutter war bereits, bevor sie mit meinem Vater verheiratet war, die Ehe, die zweite Ehe, wo ich gezeugt worden bin und geboren worden bin, war sie bereits schon mal mit einem anderen Mann verheiratet und hat da auch noch einen Sohn bekommen, also sprich, ich habe noch einen älteren Halbbruder. Ich bin das Kind aus der zweiten Ehe von meiner Mutter. Und mein Halbbruder ist das Kind aus der ersten Ehe. Also normalerweise wäre der ja dran gewesen. Also laut Erbrecht, also Reihenfolge. Erst das erstgeborene Kind, dann ich halt das zweitgeborene Kind. Mich haben sie halt, wie gesagt, dran gekriegt, weil das war der gleiche Vermieter. Meine Mutter war meine Nachbarin. Und ich habe halt ihre Wohnung beräumt. Sie hatte noch andere Wünsche. Sie wollte die Wahl erleben, also 2001 wollte sie, sehen, wie Merkel abtritt. Das hat sie natürlich nicht mehr erlebt, wenn sie Ende März verstorben ist. Die Wahl war ja erst im September 2021. Und sie wollte damals noch auf die Buga, hier, die Bundesgartenschau in Erfurt. Hat sie natürlich auch nicht mehr erlebt, also im Jahre 2021, weil sie ja Anfang des Jahres bereits verstorben ist. Und danach hatte ich halt immer wieder irgendwelche Forderungen, also an meine Person, finanzielle Forderungen und so weiter. Und deswegen bin ich halt ungern dann irgendwann in den Briefkasten gegangen. Also manchmal bin ich nur einmal der Woche in meinen Briefkasten gegangen. Gut. Deswegen kam jetzt dieses Ding überraschend, dieses Schreiben. Jetzt zeige ich euch nochmal kurz was. Hier zu dem angeblich Vorwurf hier, verbotener Begriff verwendet, verbotene Redewendung oder verbotener Ausdruck, alles für, wo das eigentlich herkommt. Sekunde, ich hab's gleich. Ja, ist ziemlich klein. Das ist unsere deutsche Nationalhymne, die ist immer noch gültig in allen drei Strophen. Also es wurde insgesamt dreimal bestätigt. Moment, ich mach's mal zwei Nummern größer. Aber ich hab's ja nochmal anders. Halt, das war das. Hier habe ich es auch nochmal. Also das ist jetzt definitiv keine Straftat hier. Weil noch gilt unsere Nationalhymne in allen drei Strophen. Hier haben wir es auch nochmal. Ich muss noch gucken, ob die Kamera das auch drin hat. Ja, das hat sie drin. Das hat sie auch drin. Hier kann man es eigentlich sehr gut lesen. Ich lasse mal das hier. Das ist der Text unserer deutschen Nationalhymne. Das ist dreimal bestätigt worden. Briefwechsel
Theodor Heuss, damals Bundespräsident, der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949, und Konrad Adenauer, der allererste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949. Dann nochmal im Jahre 1989 bzw. 1990 Briefwechsel Helmut Kohl, damaliger Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, und Richard von Weizsäcker, damaliger Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland und auch vom Bundesverfassungsgericht. Es ist dreimal bestätigt, unsere Nationalhymne ist weiterhin gültig in allen drei Strophen, auch wenn inzwischen nur noch die letzte gesungen wird, aber trotzdem ist die komplette Nationalhymne gültig. Und was könnt ihr hier oben sehen, hier der allererste Satz von der deutschen Nationalhymne: Deutschland, Deutschland über alles. Und davon ist ja dieser andere Skandalurteil Höcke, dieser andere Satz, der da jetzt mittlerweile angeblich nicht mehr erlaubt ist, in der Öffentlichkeit zu verwenden, davon ist das ja nur eine Abwandlung. Deutschland über alles bedeutet im Grunde das Gleiche wie alles für. Also total bekloppt, total absurd. Also nicht nur, dass inzwischen Deutschen bei der EM 2024 verboten wird, ihre deutsche Fahne zu zeigen im eigenen Land. Dafür wird aber die Palästinenserfahne nicht verboten, obwohl Palästina nicht offiziell anerkannt ist. Es ist ein reiner Fantasiestaat. Palästina ist weder von Deutschland noch von Österreich noch von der Schweiz offiziell anerkannt. Das heißt, die Palästina-Fahne ist illegal in Deutschland. Da wird aber nichts getan. Aber hier bei der deutschen Fahne wird ein riesen Aufriss gemacht. Also das ist doch total krank. Ist das angekommen? Dieser Satz, warum ich jetzt auch angeklagt worden bin, obwohl es im Jahre 2023 war, wo es dieses Urteil gegen Bernd oder Björn Höcke noch gar nicht gab, der ist davon, von dem ersten Satz in der ersten Strophe unserer deutschen Nationalhymne, eine Abwandlung. Deutschland über alles, das andere ist halt alles für. Aha. Im Grunde kommt das Gleiche raus. Und so einfach ist das. Und genauso ist es auch gemeint. Also wenn man sagt, alles für. Aha. Ich tue jetzt mit Absicht nicht immer das komplett aussprechen, aber es ist ja angekommen, was ich meine. Gut. So wie dazu. Wenn ihr noch nicht wählen wollt, geht wählen. Ihr müsst mir nicht erzählen, was ihr wählt. Ich sage euch eigentlich, was ihr wählen sollt. Aber hier stimmt einiges nicht. Gut. Ciao. Ja, also tut mir leid, das ist mir echt zu blöd.